Was ist denn das jetzt da unten gerade? Parasphäre. Der ist so schnell, dass er mal ausweicht. Also müssen wir weg. Ja, vor uns ist ein Flieger, ich kann nicht nach vorne. Ja, ist nur ein 5, weil es nur ein 5 war, den können wir noch kaputt machen. Der ist easy kaputt. Na, so easy ist das, glaube ich, nicht. Nee, ich glaube nicht, dass es so easy ist. Wie viel Trefferpunkt hat der Titano noch? Der hat noch 80%. Wir müssen irgendwas gegen den Parasair machen, Leute. Wo ist denn die Kanone? Ist keiner bei der Kanone? Wie willst du den Parasair so machen? Der bewegt sich auf der anderen Seite. Boah. Der lauft dagegen. Ja, unsere Türen müssen da auch mal drauf ballern eigentlich. Ah, der läuft die ganze Zeit vor uns rum. Der läuft weg, weil er viel schneller ist. Okay, ja. Also wenn, dann müssen wir mit Katapulten drauf schießen. Aber er kann ja, halt nur einer ballern. Das, er weicht, er A weicht da aus und er schießt mit Minigun, mit einem bemannbaren Minigun-Turret auf uns. Ja, aber die machen halt auch nicht so viel Damage jetzt. Aber die schießen halt auch mit Pfeilen, Leute, das wird ja langsam kritisch. Wir müssen jetzt auf jeden Fall weg hier. Was haltet ihr eigentlich davon, wenn wir hier einen Katapult abreißen und darauf auch einen Minigun-Turret hinstellen, dass wir sowas halt verteidigen können? Würde ich hier das Minigun-Turret dazustellen. Oder dazustellen. Schieß mal da oben den Typen ab mit der Sniper. Wo? Parazell im Wasser, glaube ich. Parazell kommt hinterher, ja. Mal, wie viel Schaden machen denn die Sniper an dem Parazell? Gerade jetzt sieht die Flossen aus. 83. Okay, wieso ballern wir nicht einfach mit der Sniper an auf dem Parasair drauf? Wo ist der Drecksack? Jetzt ist er weg aus der Range. Hinterm Stein irgendwo. Ach, hier oben ist einer. Von wo aus schießt der? Ah, da oben sehe ich ihn. Haben zweimal getroffen, den Vogel. Haben auch getroffen. Ah, shit. Ich hab nur irgendwie 5 Sniper Stück oder so. Der lenkt den. Okay, ja, ich würde vorschlagen, wir machen irgendwo hin. Ja, weg von hier. Oh. Aber schon wieder was? Ja, Jo. Jo, 2 Stück. Kann ich auch nicht looten, ich kann nicht mit viel tragen. Fliegen wir da rechts mit einer Möwe mit anderen dran. Ups. Ja, müssen einfach nur übers Wasser und dann können wir einfach uns auf die konzentrieren, auf die Sniper. Ich glaube, die schießen gerade auf mich. Wo sind die denn? Uns über uns. Rum. Ah, da kommt rechts von uns. Okay, Rali, ich versuche dir zu helfen, warte. Da kommt irgendwas Dickes. Das ist eigentlich vergessen, ey. Da rechts kommt der Parasair von denen. Ja, auf der rechten Seite, vielleicht trifft ihr den mit dem Ding. Ist im Wasser drin. Mit welchem Ding? Oh, rechts, guck mal rechts. Ach, da. Der ist rechts. Trifft den nicht. Im Wasser, ja. Und die schießen die gerade von unter Wasser? Ja. Das geht? Ja, jo, wir treffen die! Näher ran! Haben die einiges Male getroffen. Ah, jetzt verbissen sie sich wieder, ne? Ach, pass auf, Bugs, die haben auch Vorsicht, Bugs. Die haben auch Turrets. Also, wir müssen einfach den nur tot snipern, den Parasair, anders geht das nicht. Also, ich glaube, da sind jetzt 2 gelandet auf dem Vulkan. Ich versuche die mal mit einem Tiger von links, von der Seite irgendwie zu erwischen, mit einem Raketenwerfer. Ja, du bist zu schwer. Ich bin zu schwer? Ja, ich kann nicht so richtig schnell fliegen. Spring ich ab. Parasail ist noch irgendwo im Wasser, pass auf. Nee, der Parasail ist an Land gegangen. Die haben umgedreht, oder nicht? Nee, die sind auf der großen Vulkaninsel, Richtung Lila Beacon. Genau, auf der rechten Seite. Ja, die stehen da genau vor der kleinen Höhle. Die schießen irgendwie unter Wasser mit irgendwas. Ja, mit ihrem Minigun-Turret. Ich kann ihn übrigens noch nicht skillen. Komm uns entgegen. Alle auf den Snipern. Ich kann nicht mehr an Land steuern, weil ich dann zurückfliegen würde. Jo, jetzt kannst du. Jetzt ist er weg. Müssen wir einfach weiter im Auge behalten und auf den Sniper, wenn es geht. Die schießen hier volle Möhre. Aua.
Da muss einer mal den Titan besetzen und den an Land steuern. Ja, ich mach. Okay. Bisschen rechts am Boden, ja. Au! Ja, die treffen. Von wo schießen die? Rechts hinterm Strand. Die sind rechts, direkt am Strand. Eine Ebene höher. Ja, diesen komischen Stein da, diesen roten. Ja, wir laufen jetzt außen hin. Die sind jetzt im oberhalb. Auf der Brücke. Wie viel Leben hatten der Titan noch gerade? Immer noch 60. 60, 60.000? Prozent. Ja, der hat von Pfeilen getroffen. Ja, solange wir irgendwo laufen, wo Berge sind, schießen wir dann. Ja, das Beste wäre, wir gehen einfach auf einen Berg oder so. Jo. Ja, wo wollen wir das mit André, Minigun-Turm, wo wollen wir uns hinsetzen? Ja, irgendwo, wo wir von der Kante schießen können. Also ich nicht in die Mitte von der, ich fliege raus in die Lava. Ich bin tot, ach Mann, ey! So, Leon ist auch tot, ne? Na gut. Warte mal, bleib mal stehen, ob wir an Beam seine Leiche rankommen. Nee, der will nicht. Oh, doch. Doch, jetzt. Oh, doch gepasst. So, von mir aus kann jetzt auch mal einer wieder laufen, dann gucke ich mich mal um den Spot. Juhu, ich laufe ein bisschen. Ja. Ja, das Spot sieht leer aus. Ist noch ein Ankylo von denen. Ich würde auf jeden Fall mit dem Titan jetzt hier einmal so ein bisschen rumrennen und versuchen, viele Bäume wegzumachen irgendwie, dass wir dann freie Sicht haben. Oder? Was meint ihr? Wir spawnen hier nach. So, ist das so richtig. Okay. Ja, ich glaube, die Zeit ist immer besser mit Metall farmen und wir müssen auch gucken, dass wir hier die anderen Sachen zu Land passen und sowas kriegen, glaube ich, hier nicht, ja? Ja, also das Spot ist clear. Also die komplette Insel ist clear, soweit. Jo. Bei 2 Bronto Level 130. Mail. Auf der Insel hier, ja, oder was? Ja, gesehen, wie viel die Brontos sind. Ja, auf der Insel hier. Aber man hat ja gesehen, wie schnell die Brontos kaputt waren, die wir ja Brontos bringen nie so viele. Parasair würden Sinn machen. Mhm. Ist krass, wie der blutet, ey. Er hat genau etwas über Hälfte Leben. Teil, ja. So, immer alle Metallfarmen eben hier. Ja, irgendwann schießt hier. Geradeaus, Parazair! Parazair mit Turrets, geradeaus, vorm Titan. Na gut, dann lasse ich erstmal den Rex. Ja. Die haben Ding, die haben Katapult. Hm. Geradeaus! Nicht bewegen kurz. Warte, kurz stehen bleiben, dass wir hoch können. Ich spring drauf. Gut, Beam. Kannst du die treffen? Wo ist er denn? Treffen! Da. Oh, oh, oh. Haben die auch Autotools drauf? Die treffen uns. Ladet mal den Titano ab. Wer übernimmt das? Ich mach das. Ich seh den halt nicht, den Parazair. Ich seh den nicht. Der Titano muss leichter werden. Geht schon. Wo ist denn der Parazair? Tut sich da was? Irgendjemand muss sagen, wo. Breitseite drehen. Auf der rechten Seite vorne, aber ja, genau da. Hinter uns sozusagen. Im blauen Obelisk. Am Schwanz hinten, Schwanz rechts Richtung Obelisk. Ah, der rippt jetzt. Der rippt. Versuch runter zu springen, versuch runter zu springen. Da ist er rechts. Rechts. Hier. Seht ihr ihn? Ah, die Kanone ist auch nicht hier, oder? Ist die oben? Doch. Die ist auf der Rückseite, ist die. Wir haben leider von uns gegen den Raptor. Da. Da ist er, da rennt er. Okay, näher ran und bleib in Bewegung. Da ansonsten, Bugs, machen wir dann Follow, weil wir haben gleich keinen Stamina mehr. Da ist auch höher zielen. Oh, das war zu. Da. Nice. Yes! Kommt mit der Rakete. Sehr gut. Bäm, Alter. Haut. So, drauf hier, die Spieler noch killen. Muss ich noch zurückkommen oder nicht? Ich glaube nicht, der Parasair ist da. Ja, wir müssen ihn looten, Leute.
Okay. Und wo schießen die jetzt schon wieder? Die schießen irgendwo noch von den Pfeil und Bogen, das sind. Ja, hier ist überall Wald, Leute. Ich sehe gar nichts. Soll ich den Paracer zum C runterfahren? Da, an, vor uns, vor mir, vor dem, vor meiner Schnauze irgendwie. Ich sehe gar nichts. Ich sehe sie. Lutz, vor dir, Lutz. Bei dir, Lutz, jo. Vier Spieler. Mach einfach hin mit den Turrets, dass die Turrets schießen. Die scheiß Turrets schießen nicht. Ja, du musst stehen bleiben. Aber nein. Ups, sorry, das war ich sogar lieb. Alles gut. Wo ist noch einer? Die sind Richtung blauer Beacon. Richtung blauer Obelisk, blauer Obelisk. Ja, über den blauen Obelisk kann da einer klauen. Hat einer meinen Tiger genommen? Ja, ich. Okay. Soll ich in der Brücke? Da oben ist noch ein Pelikan. Oder gib mir eine Kanzel. Blauer Obelisk. Danke. Ah, da ich sehe. Da, genau vor mir. Rechts über dem Obelisk. Kannst du das Maulwurf? Oh, ja. Die schießen immer noch weiter. Vor deiner Schnauze, wo denn? Ich sehe sie jetzt nicht mehr. Also, jetzt im Prinzip gleich hinter mir. Wie wäre es, wenn du einfach mal irgendwo hinmachst, wo keine Bäume sind? Mach doch mal zu den Obelisten zum Beispiel. Da sind keine Bäume, dann sehen wir die Gegner. Wir sind gerade Gegner beim Obelisken. Ich bin runtergeflogen. Ich hab den falschen Loot. Sorry. Ich hab halt keinen Stamina mehr. Lass dich mal kurz drauf. Springen. Bist du das mit dem Raketenwerfer, Lutz? Das war ich gerade, ja. Noch nicht bewegen. Mein Raketenwerfer ist kaputt. Die schießen wieder auf mich. Ja, dann lauf. Du musst irgendwo hin. Komm mal zum Obelisten. Ja, Bugs, bist du da? Ja. Da vorne. Wo ist der Typ? Der läuft hier zum lila, lila Biegen. Richtung lila Biegen ist einer gelaufen. Bugs, kannst du den Titano bewegen? Wohin? In Richtung Obelisk. Ja, ab. Jetzt absteigen. Jetzt Pfeif. Jetzt siehst du ihn? Hier ist ein Pelikan an mir dran. Läuft nicht. Titano läuft nicht. Immer noch nicht. Wir schaden. Immer mehr Schaden. Okay, lass uns zum Titano hoch. Ja. Den müssen wir beschützen jetzt. Da ist ein Pelikan da oben, ne? Ist das unserer? Nicht. Erst fragen, dann schießen. Also ich laufe Richtung Beacon mit dem Ding. Wer ist auf dem Pelikan? Also hier ist ein gegnerischer Pelikan bei mir eben gewesen. Bei dem lila Beacon ungefähr. Ich bin vorm Titan. Genau. Unterhalb Richtung grüner Beacon ist ein Pelikan. Das ist Bugs. Nee, der war unten auf dem Boden. Achso. Die werden immer noch beschossen. Ja, von wo schießen die denn? Die werden immer noch beschossen. Von hinten irgendwie, habe ich das Gefühl. Ja, oder von hinten. Wer ist hinter dir? Nee, hier ist einer von uns. Hinten sehe ich keinen. Ich bin oben an der Klippe, da ist keiner. Also ich bin oben auch an der Klippe. Ich habe gerade einen gefunden, aber ne, der ist weggelaufen. Wer ist das da oben auf der Klippe? Ich bin im Wald. Ich sehe dir nicht. Wer ist da mit dem Raketenwerfer oben auf der Klippe? Ich. Das bin ein Sniper. Ich lauf gerade. Kriegen immer noch Schaden. Wer läuft hinterm Schwanz? Ja, ich. Rechts vom. Dahinter. Da rechts läuft einer. Rechts bei jetzt vom Kano angegriffen. Rechts, wo? Rechts vom Titan aus oder was? Ja, also von der Klippe links. Jo, ich seh ihn. Am Stego. Vorm Stego. Vielleicht krieg ich ihn. Versuche ihn hinterher zu rennen. Da. Sehen. Oh, meine Stamina. Am lila Beacon war der. Sind zu viele Leute am Boden. Hinter mir sind zwei Stück mit Raketenwerfer. Ja, ich kann keinen unterscheiden. Ich kann auch nichts sehen. Also, ich hab einmal erwischt. Ja, ihr läuft. Ah, ne, das war der Dino. Hier, bei mir sind welche. Guck mal hier. Ja, ich sehe alle rumlaufen, aber es sind keine Namen. Ich weiß nicht, wer das ist. Wenn ich da drauf schieße, dann treffe ich euch wahrscheinlich. Wir sind zwei an mir dran. Kriegen immer noch Schaden. Ja, die sind hier. Hier, mir sind zwei. Oder? Wo bist du denn, Beam? Dann weiß ich nicht, wo ihr seid gerade. Am Strand. Ich bin unter dem Titan. Beam gerade aus. Wir sind drei an mir dran, Leute. Ich komme, ich sehe euch. Bei den Brondos, ne? Komme, Beam. Bin tot. Ich hab Casey getötet. Aber die werden immer wieder kommen. Nach drei Minuten sind sie wieder da und dann. Ich glaube, die sind oben drauf auf der Klippe. Ah, ich sehe sie ja da oben. Ins Wasser oder was? Wundert mich, wie schnell die wieder spawnen. Ja, die spawnen in drei Minuten wieder. Das liegt jetzt an den Einstellungen. Ich würde sagen, wenn wir jetzt all unsere Sachen haben, Richtung Redwood-Höhle. Ich frag mich nur, wo das Bett ist von denen. Sonst ist es vorbei hier. Oh, Mo, ey. Ja,
Sorry. Hast du mich runtergezogen, oder? Ja, ich will versucht, dich anzuschießen. Und dann bist du da rumgelaufen, oder was? Keine Ahnung. Nein, ich stand... ich bin stationär auf dem Ding. Oh, jetzt sterbe ich an Mega. Hab ich noch... Scooper? Ich versuche mich hier ranzuschießen, aber es geht nicht. Hast du noch Scooper? Kirali? Kirali? Warte. Ich hab... Ein Scuba-Tank. Ich kann dir Flossen geben. Soll ich hier auf der Insel nochmal kurz Pause machen? Will ja auch einer drauf. Ja, mach kurz Pause. Kirali, komm her. Das sind Flossen. Okay, cool, danke. Okay, jetzt bist du drauf. Yo. Sorry. Also nochmal für die Zuschauer, ne? Ja. Er ist Infinity draufgegangen, Internal von hinten drauf und jetzt versucht Crusader uns noch abzufahren. Also ich glaube, der Titan, wie viel Leben hat er noch gerade? War nicht mehr viel. Na, 25.000 oder so. Ja, können wir nicht mittlerweile diese Kuchen machen, sag mal? Also viel bringen die nicht, aber ein bisschen was wenigstens. Weil wir haben ja mittlerweile jetzt Gemüse. Soll ich weiterlaufen oder stehen bleiben? Dann weiterlaufen, wenn keiner sich beschwert. Ja, also wir sind halt nicht drauf, ne? Wir sind gerade im Wasser, auf dem Weg. Okay, ja, dann doch das. Warte mal, 10 Sekunden sind wir da, ungefähr. Wir sind gerade im Wasser mit Scuba. Gut. Was brauchen wir für die Kuchen? Kann ich gleich nachgucken, warte. Ja, ich würde sagen, stimmt schon, ist eine gute Idee. Wir bringen den einfach in die Höhle zurück. Das ist die beste Position, so was Schutz angeht. Turret schießen? Turret schießen. Das finde ich. Okay. Ich bin auf dem Turret drauf. So, ich bin im Titan drin. Irgendwer von uns wurde von irgendwelchen... Warte, ich noch nicht. Viechern verfolgt. Stopp. Gerade diese 10 Sekunden. Ja, ich... Ja, man kann es jetzt aber auch übertreiben mit der Genauigkeit, Bugs, oder? Ja, ich habe schon 30 gewartet. Ja, die Kuchen kannst du nicht machen, da brauchst du... Entschuldige ich nicht, es hat nicht 10, sondern 30 Sekunden gedauert. Jetzt tick doch nicht mich an dafür, dass die anderen doof sind. Ach, habt euch doch einfach mal kurz alle lieb, bitte. Ja, ich bin auch dafür. Ich will einfach meine Pizza essen. Ja, ich hab gerade... So ein scheiß Kohldampfer. So, okay, ich bin ein Titan. Ich wette die... Ach nee, wir wollen jetzt schwimmen, ne? Die Pizza rennt dann auch weg, Alter, was ich aus. Kannst jetzt weitergehen? Jo, ab. Warte, ab nach Hause. Los, go. Man darf sich jetzt nicht vorstellen. Oh, der wird wieder angeschossen. Ja, mach jetzt einfach zur Höhle. Dann go. Ja, go. Schnell, los jetzt. Warte mal, ich versuche noch schnell aufs Dach zu kommen. Ihr kriegt Schaden. Es folgt mir nicht. Mach doch auf Follow. So gut, kann das losgehen. Ich hab den die ganze Zeit auf Follow. Kann losgehen. Ich muss ganz ehrlich vorne sagen, vorne sind nochmal eine Tonne Haie gleich. Die Taktik mit dem Paraser fand ich ganz gut mit den Kanonen drauf. Ja, das war gut gewesen. Hat mir auch gefallen. Ist das eingeschlagen im Metall? Überall Damage-Zahlen. Was? Am Strand. Ach, da bist du gar nicht? Nee, ich hab grad keine Stamina und ich bin im Wasser. Ich dachte, du wärst das. So, das ist eine gelbe Zahl. Yo, das sind Spieler. Bleib stehen, mach gut. Ja, wir warten hier. Ich bleib einfach über euch. Wir kriegen Schaden. Ja, die sind hinter dem Stein. Reicht nicht. Boah. Weiter. Höher, also weiter. Da ist ein Affe mit Helm. Ein Affe mit Helm, jo. Ja, das sind die. Ihr seid jetzt alle noch auf dem Titan, ne? Ne, ja. Ich bin am Strand, rechts von euch. Mich wird geschossen. Ja. Können wir uns nicht mehr leisten, dass der Titan Schaden kriegt, ne? Da vor mir, hinterm Stein ist einer. Oh ne, das ist eine von uns. Rechts sind mindestens drei Spieler. Rechts von dir. Also wenn wir jetzt hier hochrennen, ist der Titan tot, so theoretisch, ne? Ich weiß nicht, wer da läuft gerade. Das ist Crusaders. Nein, wer den Titan steuert. Ich steuere den gerade. Unten am Strand ist einer nackt und die Autos wieder schießen nicht? Und nee, reicht nicht, ich renne da jetzt rein und kill die oder ich sterb selber, ist mir Bummi jetzt. Ich bin zu voll, ich hab keine Fallschirme. Also, dass wir das Ding jetzt aus dem Wasser genommen haben, ist nicht gut. Stehen da bei ihren Affen rum. Ja, dann wir Leute, müssen da hin, sonst rennt los dann, Leute.
springt ins Wasser oder keine Ahnung. Fackenmann rochen hinter mir. Das Ding kriegt unvermittelt weiter Schaden. Glaub ich. Lauf weg, lauf nach links. Wohin? Hinter dir. Naja, am besten, ich weiß nicht, vielleicht wäre es wieder gut aufs Meer hinaus. Ich habe keine Ahnung. Ich weiß es nicht. Ja, oder mach von dem weg und an dem Felsrand halt hoch. Okay, Randi, du stehst voll bei den drinnen irgendwo, oder? Lutz, pass auf. André und ich stehen kurz davor. Ich weiß nicht, ob wir da durchkommen. Ja, rechts auf dem Felsen ist einer mit der Möbel. Ist nur, gib euch jetzt Entdeckungsfeuer. Gerali, links am. Genau vor dir war einer. Der ist hier auf seinem Affen. Der greift mich an. Na. André, lauf in meine Richtung, lauf in meine Richtung. Wo bist du? Zurück, zurück, zurück. Ah, jetzt schießt ein anderer auf mich. Kommt das Ding da durch? Nee, ne? Oh, Gigantopithecus. Ich bin im Wasser. Kano. Ich sterbe. Ja. Ist das ein wilder Kano oder was? Nein. Das ist ein wilder Kano. Ja? Ja. Komm hier hoch einfach, komm hier hoch. Ich bin tot. Oh. Alter, es geht. Ich muss gerade erstmal weg. Okay, der geht auf den Bär. Was wäre das? Ich weiß nicht, der Titanus ist fast tot. Gable ist down. Wo bist denn du, Lutz? Bist du auch da, wo die anderen alle waren? Ah, mir ist der Affe dran. Anno ist tot. Der auf dem Affen ist noch da. Nein, der Affe war gerade alleine, der hat mich gerade alleine getötet. Okay, Affe ist tot. Jo! Ich bin tot. Nice, Alter, vom Affen runtergeschossen, der. Lutz, ich lag genau. Alter! okay, Lutz? Lutz, ich lag genau da, wo wir uns gerade gesehen haben. An diesem Felsen. Alter, wie, wir müssen hier weg, im Wasser. Sind nur fiese Viecher. Ja. Ja. Also zu dir, versuch irgendwie in die Höhle noch zu kommen, indem du einfach außen langläufst an fissi bubble spot vorbei irgendwie oder so. Ich bin gestorben. Wie? Die haben mich getötet, zwei, Den Titan? Nee, mich. Okay, wer steuert den Titan? Den Titan hat Bugs. Okay, Bugs, du weißt wo lang ungefähr, ne? Nö, ich weiß nicht. Jetzt? Wohin sollen wir denn? Auf dem Meer. Nee, in die Höhle oben rein. Nee, das wird nicht funktionieren. Sobald ihr das nächste Mal an Land kommt irgendwie und noch ein paar Hits kriegt, ist das Ding weg. Also entweder wir kommen jetzt in die Höhle rein oder das war's gewesen. Ja, wir müssen in die Höhle. Das sieht für mich eher aus, als war's das gewesen. Wieso gebt ihr den jetzt schon auf? Der lebt doch noch, der Titan. Ich weiß, ich meine, wir kommen nicht mehr zur Höhle. Das ist das Problem. Dann kommen wir nicht. Jedes Mal, wenn wir irgendwo angelandet sind, war da irgendeiner von den Clowns. Ja gut, aber das wird doch überall passieren, die ganze Zeit. Der weiße Biegen am Strand, es ist bei 80, 70 ungefähr, sind wir gerade. Und wir machen jetzt Richtung... Isaac Kirali. Hast du mich gelootet, Lutz? Ich hab dich gelootet, glaube ich, ja. Sind hier irgendwo Gegner, nice. Kirali, oder was ist denn, wie sieht's denn aus? Nee, ich glaube hier sind nur die wilden Dinos. Okay. Wie, hattest du mich gelootet? Wo, da ist der Titano. Egal. Da unten, also unter dir, Mo. Unter dir am ja, Felsen. Rechts unten, ja, ja. Xiva, lass uns kurz aufsteigen. Ich bleib jetzt stehen. Nee, das Ding, das hier, Greta. Warte, ich bin noch nicht drauf. Springst du aus, Maulwurfen? Ja. Ich komm. Hier in der Mitte, da ist ein Hedgeframe. Ich muss einmal Stamina machen, Mo. Wir gehen mal auf den Felsen kurz. Ich hab hinter dem Felsen gemacht. Ich tue dir dein Zeug in Fabricator rein hier. Das geht ja nicht. Ah, oh, diese Terrorbirds gehen mir so aufs Schwein. Ich kann nicht angreifen, tut mir leid. Ich hab keine Stamina. Ich muss mal hoch auf den Titan eben. Ja, springen. So gut, Leute, es ist jetzt 21.01 Uhr. Es wäre jetzt unfair, wenn wir den Surfer weiterlaufen lassen. Ja. Bleib ich hier komm und bring den Mo und mich nach Hause. Also halten wir das nochmal ganz kurz fest eben. Hört mal U. Ich will mal eben... Moment, ja. Ja, ist halt, war irgendwie so, ne, ist halt dumm gelaufen, ne, wollten einen Tribe angreifen und plötzlich waren zwei andere Tribes an uns dran, irgendwie, so über die Zeit. Oh, krasser Scheiß. Ja.
Sehr interessant, dass es genau dann passiert, während wir raiden. Man kann es nicht wissen, was wirklich passiert ist. Oh, alle drin? Ja. So, 8000 solide Leben hat der Titan noch. Also halt schwierig, mit alleine gegen drei Tribes anzukommen irgendwie, auch wenn die irgendwie nacheinander kommen oder parallel nacheinander, ich weiß es nicht. So, kann man nicht ändern, mal gucken. Nächstes Echen, wir müssen jetzt Schluss machen, weil wir den Leuten gesagt haben, machen 21 Uhr Schluss, jetzt ist 21 Uhr, ansonsten wäre das unfair und deswegen machen wir das auch. Und das heißt, nächstes Echen geht's dann weiter, mal gucken, was passiert. Vielleicht gibt's auch einfach eine kleine Blende und dann sehen wir uns gleich wieder, keine Ahnung. Keine Ahnung. Könnte auf jeden Fall jetzt sehr, sehr kurz werden. Bis dann, macht's gut, tschüssi. Ciao, ciao. Tschüss. Ciao, ciao. Normal, dass Saffel nur einen Armor hat. Ja. Das ist sehr heftig.